In dieser Session sind André Dietrich, Wissenschaftler an der TU Bergakademie Freiberg, und Sebastian Zug, Software Development und Robotics von der TU Bergakademie Freiberg. Im Namen des ganzen UF-Teams, University Future Festival Teams, herzlich willkommen an euch und herzlich willkommen an Sie alle, an euch alle im Publikum. Und damit ist die Bühne eure, lieber André, lieber Sebastian. Hallo, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich möchte kurz erklären, wo wir uns hier befinden. Wir sind nämlich quasi digital live auf dem University Future Festival. Das im Hintergrund ist eine wunderbare Sprecherkabine. Hier draußen ist schon einiges los. Ich möchte entschuldigen, wenn es da einige Quergeräusche gibt. Aber ich denke, wir sind in der Lage, mit unseren Inhalten euch so zu fesseln, dass das gar nicht auffallen wird. Kurz zur Vorstellung, das war ja schon erwähnt, wir kommen beide aus Freiberg, sind dort von der Fakultät für Informatik zugeordnet. Ich möchte den Vortrag insgesamt beginnen mit einer vielleicht etwas provozierenden Aussage. Wenn wir einen Blick auf aktuelle Web 3.0 Technologien und die Fähigkeiten eines aktuellen Browsers werfen, dann reichen diese eigentlich aus, um viele der Funktionalitäten eines Learning Management Systems, wie das sicher viele von euch, von Ihnen nutzen, zu realisieren. Das heißt, diese zentrale Infrastruktur, die häufig hinter dem Moodle, Opal oder Ilias steht, die ist im Grunde gar nicht mehr nötig, und mit Blick auf zukünftige Visionen, Open Educational Resources, ein gerechter Zugang zu Bildung, sogar hinderlich. Und vor dem Hintergrund möchten wir den Hackerangriff quasi als Chance verstehen, Hackerangriff auf unsere Hochschule als Chance verstehen, zu erklären, wo denn das Potenzial einer dezentralen Darstellung von Lehrinhalten steht, und auf dieser Reise letztendlich euch in unsere Entwicklung von LeaScript mitnehmen. Der Hackerangriff zu Beginn des Jahres hat dazu geführt, dass letztendlich die gesamte Infrastruktur in Freiberg, wie sagt man da, niederlag. Wir hatten also sowohl auf dem Mailsystem als auch auf allen anderen Plattformen erhebliche Probleme, dann Studierende zu erreichen, Material zu verteilen, das in Sachsen übliche Opal-System überhaupt dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder laufen zu können. Gegen diese Herausforderungen hatten sich innerhalb der Fakultät für Mathematik und Informatik zwei grundlegend unterschiedliche Strategien dargestellt, erfolgreiche Strategien dargestellt. Von den Kollegen aus der Mathematik lief das Ganze so ab, dass sie die ohnehin schon dort wesentlich präsenteren Formate Kreide und Tafel nutzten, um den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten. Aus der Sicht der Informatik adressierten wir das mit den ohnehin schon weitgehend fortgeschrittenen Aktivitäten im Hinblick auf eine dezentrale, auf Open Educational Resources ausgerichtete Verbreitung unserer Lernmaterialien. Wir haben auch diesen Kurs natürlich als ein solches Open Educational Lernmaterial vorbereitet. Den Link hatte es schon im Chat gegeben. Ihr könnt also parallel auf das Ganze zugreifen, auch den Quellcode, über den wir gleich sprechen werden, dazu zurückgreifen, um euch ein Bild von der Darstellung zu machen. Und wir wollen in der heutigen Veranstaltung eben darauf eingehen, warum macht es aus der spezifischen Sicht Sinn, die Inhalte von der Darstellung zu trennen? Und wie können wir dann mit den Methoden von Web 3.0 die Speicherung, die Darstellung von Offline-Inhalten und die Kommunikation mit den Lernenden entsprechend abbilden. Um das deutlich zu machen, komme ich an einigen Stellen immer wieder auf diese Situation mit dem Lockdown oder mit der heruntergefahrenen IT-Infrastruktur in Freiberg zurück. Um das deutlich zu machen für jeden, was das bedeutet, kurz mal darüber nachgedacht, wenn das Lernmanagementsystem und ähnliche Strukturen nicht vorhanden sind, dann beginnt man eben nach alternativen Lösungen zu suchen. Man registriert dann, die letzte Sicherung der Lernmaterialien, die eben nicht auf einem Server, sondern bei mir auf dem Rechner oder dem Institutsfilesystem liegt, die ist doch schon etwas älter. Man versucht, alternative Pfade zu beschreiten, und die sorgfältig
gepflegten interaktiven Inhalte aus einem LMS auf ein anderes zu überführen und wird dann relativ schnell damit konfrontiert, dass die Austauschformate wie SCORM oder ähnliche eben doch nicht alle Eventualitäten innerhalb des Systems abdecken. Und dann sind so Dinge dabei, wie kommuniziere ich die Informationen dann überhaupt mit den Studierenden? Wie trete ich mit ihnen in einen Austausch? Wie kann ich also kollaborative Lernformate umsetzen? Naja, und dass man dann immer auf andere Fakultäten schielt, ist, glaube ich, selbstverständlich, je nachdem, wie engagiert dort auch die entsprechend Verantwortlichen sind und die Randbedingungen anders daherlagen, lief dort eben einiges schneller. Lange Rede, kurzer Sinn, um das nochmal deutlich zu machen. Diese Verschmelzung, diese Einbettung von Lehrinhalten in eine konkrete Plattform macht es also im Hinblick auf die Übertragung, Reinitialisierung, aber eben auch auf eine übergreifende Nutzung schwierig, diese entsprechend verwenden zu können. Und wir wollen zeigen, wie durch die Trennung zwischen Darstellung und Material hier eine entsprechend wirkungsvolle Mechanismen entwickelt werden können, um dieses Problem zu adressieren, das zum Beispiel durch einen entsprechenden Hackerangriff verursacht werden kann. Schauen wir also mal auf die Möglichkeiten, die wir haben, mit einem zeitgemäßen, angemessenen Format Inhalte zu beschreiben. Was Sie hier sehen ist, und die meisten kennen das vielleicht von diversen Apps, die auch auf dem Mobiltelefon laufen, WhatsApp oder ähnlichem, oder einem Blog, den der ein oder andere beschreibt, Markdown, eine Beschreibungssprache, ähnlich HTML, aber mit einer klareren Syntax, gleichwohl mit dem gleichen Prinzip. Wir haben also verschiedene Symbole, die besondere Bedeutung den Inhalten geben. Gleichzeitig achtet der Ansatz hier darauf, dass die Lesbarkeit besser als bei einem HTML-Code gegeben ist oder einem LaTeX-Dokument. Das heißt, Überschriften in unterschiedlichen Abstufungen werden also durch solche Hashtags markiert. Wir haben unterschiedlichste Aufzählungsformate, verschiedene Hervorhebungen. Tabellen können in einem solchen textuell getriebenen, aber trotzdem gut lesbaren Format umgesetzt werden, mathematische Gleichungen und so weiter. Probieren Sie das, wie gesagt, mal aus auf Ihrem Mobiltelefon, um zu schauen, was es davon unterstützt in dem Chatform. Am Ende, und jetzt kommt ein spannender Aspekt, der eben die Fähigkeiten des Browsers betont. Am Ende können Sie mit einem solchen reinen Textformat mit den Mitteln Ihres Browsers eine Interpretation, ein Rendering erzeugen, das dann eben genau die intendierte Darstellung umsetzt. Wir haben also unsere Tabellenstruktur, die Aufzählung und so weiter. Ja, ich könnte das mit einer HTML-Umsetzung realisieren. Diese ist aber wenig geeignet, um entsprechende Arbeitsbelastung eines jeden von uns möglichst schnell und effizient deren Inhalt darzustellen. Zum Einsatz von Markdown in der entsprechenden Lehre gibt es auch eine Menge Informationen, die uns deutlich machen, dass das durchaus ein Konzept ist, was bereits an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommt. Aber Markdown bringt keine dynamischen Inhalte mit. Und das ist ja das, was wir von uns, aber eben auch die Studierenden von uns erwarten. Interaktion, die Motivation, das Interesse entsprechend befördern. Und dafür haben wir mit LiaScript eine Erweiterung zum Markdown-Konzept realisiert, das dann in Ihrem Browser, sofern Sie das jetzt über den Link geöffnet haben, entsprechend sichtbar wird. Da können Sie unterschiedliche Präsentationstechniken aufrufen, je nach der aktuellen Lernsituation, in der Sie sich gerade befinden. Sie können zugehörig auch eine Audiospur quasi aus dem Text heraus bedienen und diese dann nutzen, um dem jeweiligen Lernkontext entsprechend Ihre Aufnahme der Inhalte zu steuern. Dynamisch heißt an der Stelle auch, dass wir das umgesetzt haben, was letztendlich sich auch in den klassischen Formaten PDF, PowerPoint und Ähnlichem realisieren lässt. Ich zeige das hier nochmal kurz an der Notation im eigentlichen Dokument. Die dynamischen Inhalte eben verglichen mit dem Markdown, was Sie gerade gesehen haben, mit eigenen Labels versehen, die Einblendungen deutlich machen, sodass wir dann die Inhalte schrittweise in den zugehörigen in das Blickfeld bringen können.
Sie haben ja auch schon gesehen, dass Tabellen ein elementarer Bestandteil von Markdown sind. Wir haben in LeaScript hier eine Intelligenz im Hintergrund eingebaut, die es erlaubt, mit den Tabellen dann quasi eine Exploration zu unterstützen, die Darstellung automatisch von Diagrammen zu ermöglichen, ohne aber, dass der Lehrende gezwungen wäre, diese Mechanismen zu integrieren. Hinzu kommt, um jetzt weiter den Aspekt der Dynamik zur Erweiterbarkeit zu dokumentieren, dass Sie entsprechende Links zu anderen Plattformen einfach als integratives Element hinzufügen können. Dafür gibt es eine eigene Notation, die es Ihnen dann ermöglicht, externe Inhalte einzubetten. Hinzu, und das sind wir auch mal auch ein bisschen stolz, ist dann diese sehr einfache Notation für die Integration von Quizzen, die es Ihnen eben ermöglicht, wiederum mit dieser textuellen Notation, die von Ihrem Browser ausgeführt wird, hier eine zugehörige Evaluation vorzunehmen. Das heißt, die zugehörigen Lösungen zu integrieren, Hilfestellungen und das Ganze eben auch mit den Möglichkeiten zu kombinieren. Hier zum Beispiel ein Tondokument, das dann im Bereich der Sprachausbildung in Freiberg genutzt wird, um eine Verständnis zu trainieren. Kommen wir wieder zurück zu unseren ursprünglichen Darstellungen. Ich denke, der Blick auf den Code dahinter ist jetzt klar geworden. Wir kommen ja aus dem Bereich der Informatik. Da spielen natürlich ausführbare Codes eine zentrale Rolle. Hier am kleinen Beispiel eines Arduino, dessen Code wir dann eben in verschiedensten Sprachen innerhalb von LeaScript dynamisch anpassen können. Ich denke, es ist für jeden nachvollziehbar, dass das natürlich für Studierende, aber auch für den Lehrenden im Rahmen einer Veranstaltung große Chancen bietet, in einen interaktiven Prozess mit den Lernenden einzutreten. Um nun mal auch aus der Informatik-Ecke ein wenig herauszukommen, ein kleines Beispiel aus der musikalischen Ausbildung. Die Idee hier analog, wenn es uns gelingt, eine textuelle Darstellung von zugehörigen Notendarstellungen zu integrieren, dann können wir am Ende des Tages das natürlich auch mit einem entsprechenden Ton überlagern und auch hier wieder die Möglichkeit, durch Änderungen im Code in Anführungsstrichen selbst die Adaption durchzuführen. Das heißt, hier wird ein Experimentierfeld für Studierende eröffnet, die es ermöglichen, dort auf verschiedensten Disziplinen entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Ich habe Ihnen hier oben auch nochmal einen Link auf unterschiedlichste Templates aus der Chemie, aus verschiedenen anderen Naturwissenschaften, Visualisierung und so weiter eingefügt. Wir nutzen in Freiberg LeaScript intensiv im Zusammenhang mit dem Sprachenzentrum. Ich habe hier einen Text vorbereitet, den Studierende dann häufig als Input beitragen und der dann durch entsprechende Tests evaluiert wird, sodass der Studierende ein unmittelbares Feedback auf seinen Lernstand erhält. Dadurch, dass das eine technische Applikation ist, verliert man dann auch ein wenig die Scheu, das entsprechend zu transportieren. Reiner Text, um das nochmal deutlich hervorzuheben, heißt auch, dass ich technische Mittel wunderbar nutzen kann, um an den Materialien selbst zu arbeiten. Eine Kollegin aus Australien bemüht sich gerade darum, zu dokumentieren, wie die LeaScript-Textdarstellung in Markdown, in der erweiterten Syntax, genutzt werden kann, um dann mit ChatGPT eine entsprechende automatische Generierung zu betreiben und verwendet dies in ihren Lehrveranstaltungen, um mit den Studierenden darüber zu diskutieren. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben eine Loslösung des Inhaltes von der konkreten Plattform realisiert. Sie finden auf den Webseiten dann auch Links zum Exporter, mit dem Sie das wiederum in andere Systeme überführen können. Die Grundfrage, die aber nach wie vor besteht, ist, wie bekomme ich diese Textdatei jetzt so für unsere Studierenden aufbereitet, dass sie in deren Browser zum Laufen kommen? Und hier greifen jetzt die schon angedeuteten Technologien, die nun André uns genauer erklären möchte. Test. Ich hoffe, man kann uns noch erkennen. Also jeder, der hier
dieses Meme wahrscheinlich sieht und lacht im Sinne von der Brand der Bibliothek von Alexandria, der muss eigentlich umdenken und es muss sofort Klick machen, weil diese Bibliothek hat so circa vielleicht 600 Jahre geschätzt bestanden. Aber das Internet, das wir kennen, das besteht gerade mal etwas mehr als 30 Jahre. Und wir haben noch kein richtiges Konzept, wie wir Daten, vor allem Wissen, überhaupt über einen längeren Zeitpunkt speichern können. Wenn man sagt, wir speichern natürlich, ich nutze Google, ich lade meine Sachen bei YouTube hoch. Das sind nur Plattformen, die vielleicht eine kurze Zeit existieren. In dem Sinne, ein Beispiel hierfür ist vielleicht GeoCities. Das gehörte zu Yahoo, dem, kann man sagen, Google der 90er, als sich dieser Online-Hosting-Plattform, mit der man werbefinanziert kostenlos Content erstellen konnte, nicht mehr rentiert hat, wurde das abgeschalten. Das heißt, mehrere Millionen Webseiten, die von Nutzern generiert wurden, sind einfach offline gegangen. Das Besondere ist natürlich, oder das Ganze ist sehr tragisch, wenn man betrachtet, dass das auch viel Bildung in dem Sinne verloren geht. Hier gibt es eine interessante Studie von 2014, bei der nachgesehen wurde, wie in Deutschland durch das BMBF finanzierte E-Learning-Programme, also wie viele davon überhaupt noch existieren. Und muss da sagen, mehr als die Hälfte oder circa die Hälfte davon ist einfach nicht mehr da, ist nicht mehr existent. Das heißt, Problem hierbei, es gibt kein Nachhaltigkeitskonzept. Das heißt, das Geld, das Projekt ist am Ende, die Finanzierung ist ausgelaufen, die Mitarbeiter gehen weg und die Technik ist einfach teuer und kann nicht auf andere Plattformen gegebenenfalls übertragen werden. Das ist besonders tragisch. Wie können wir das Ganze vielleicht umgehen, speziell auf Bildung? Eine Sache ist hier, dass man Möglichkeiten der dezentralen Speicherung und redundanten Speicherung nutzt. Das heißt, ich nehme nicht nur eine Datei, die ich auf einem Server hoste, sondern ich muss das Ganze verschieden replizieren. Eine Möglichkeit hierfür, wir nutzen meistens Git. Hier muss man sich vorstellen, Git ist nicht nur ein Versionssystem, sondern es ist tatsächlich ein dezentrales System. Jeder, der bei einem Open-Source-Projekt in Git mitmacht, der zieht sich lokal die gesamte Historie, alle Zustände eines Projektes und diese können auch wieder hergestellt werden. Das Ganze kann man hosten auf verschiedenen Plattformen, so GitLab, Gox, GitHub etc. Und man kann natürlich auch, was die wenigsten wissen, Git selber nutzen, um Inhalte zu teilen. Ein anderes Beispiel, das etwas fancier klingt, ist das Interplanetary File System. Das kann man sich vorstellen als dezentrale Dropbox. Dabei werden Inhalte in ein Peer-to-Peer-Netzwerk hochgeladen, von Peers geteilt und zur Verfügung gestellt. Und hier ist der Unterschied zum normalen Internet, dass Dateien, die bekommen, es wird nicht nach Namen geroutet, sondern nach Hashtags, so kryptografischen Schlüsseln. Das heißt, jede Datei, die in dieses Netzwerk hochgeladen wird, bekommt einen kryptografischen Schlüssel. Selbst wenn die Dateien unterschiedlich heißen oder unterschiedliche Namen haben, ist aber die gleiche Datei, die von mehreren Peers in dieses Netzwerk hochgeladen wird, dann bekommt die den gleichen Schlüssel hinzugefügt oder hinzugeordnet. Wird aber auch nur ein Bit verändert, ändert sich der kryptografische Schlüssel und ist wieder eine ganz andere Datei. So kann man mit dieser Redundanz umgehen. Und wie gesagt, wenn einer wegfällt, kann der Inhalt immer noch von anderen bezogen werden. Das, was uns leider etwas gewurmt hat, also wer, das möchte ich nur erwähnen, wer sich das anschauen möchte, kann das gerne machen, das ist der Beaker-Browser. Ach, ja, was ich vergessen habe zu sagen, das IPFS wird langsam Mainstream. Das heißt, Sie können es auch nativ in verschiedenen Browsern mittlerweile nutzen, wie Opera oder den Brave-Browser. Der Beaker-Browser ist nur ein Beispiel für ein anderes Peer-to-Peer-System in einem Browser, das den Vorteil hatte, dass man hier die Inhalte auch direkt erstellen konnte. Das heißt, im Browser habe ich Webseiten, Markdown-Dokumente generiert, die ich auch über via Skript beziehen konnte. Und das wollte ich mal ganz kurz vorführen, und zwar Dateischeren über das Tor-Netzwerk, also wie man auch Lehrinhalte teilen kann. Das heißt, was ich brauche, benötige, so wer das nachmachen möchte, hier auf der Folie ist nochmal die ganze Kurzanleitung. Ich benötige zwei Tools, OnionShare und den Tor-Browser. Ich verbinde mich mit dem Tor-Netzwerk, gucken, wie schnell das Internet funktioniert. Und am besten, ich hoste eine Webseite. Ich möchte einen Ordner hinzufügen. Das ist natürlich alles da.
Das ist die aktuelle Vorlesung, nicht Vorlesung, Entschuldigung, das aktuelle Projekt, das wir zeigen. Ich starte das Sharing und bekomme hier eine Onion-URL. Das heißt, die kann ich nehmen und kopieren und tatsächlich in einem Tor-Browser öffnen und teilen. Ich muss natürlich hier noch den Schlüssel eingeben. Wir wollen natürlich, dass das, wenn ich diesen Inhalt wieder beziehe, gespeichert wird. Ich habe so den Zugriff auf dieses Projekt über das Onion-Netzwerk. Was mich interessiert, ist natürlich der Inhalt, der in dem Markdown-Dokument gespeichert ist. Ich kopiere die URL, die LiaScript-Webseite, füge das Ganze hier ein und klicke auf den Kurs laden. Und wenn alles geklappt hat, also hier muss man noch bemerken, man muss ein Plugin für Access Control installieren. Das heißt einfach nur das von der HTTP-Webseite, also ein Sicherheitsmerkmal, keine, also HTTPS-Seite, keine HTTP-Inhalte geladen werden können. Aber das ist praktisch eine Möglichkeit, wie man auch über das Tor-Netzwerk von über LiaScript dezentral Inhalte teilen kann. Wer jetzt denkt, das ist ja nur was für Kriminelle, der sollte sich mal, oder wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass das Internet nicht überall gleich zugreifbar ist. Ein Beispiel ist hier, also bei der Karte oder bei dieser Statistik hatten wir explizit China und Nordkorea herausnehmen müssen, damit die anderen Länder überhaupt, was vorher gut aussah, die Möglichkeit hatten, rot zu werden. Eine Möglichkeit, was man wir wahrscheinlich auch sehen, hier als Beispiel, ganz in der Mitte, Afghanistan. Das heißt, Mädchen dürfen dort nur noch bis zum 12. Lebensjahr in die Schule gehen. Universitätsausbildung für Frauen ist zwar formal existent, gibt es aber relativ nicht. Das heißt, und die Taliban arbeiten natürlich mit der chinesischen Regierung zusammen, das 4G-Netzwerk auszubauen, aber in gleichem Maße das System aber auch zu monitoren, zu überwachen und viele 23 Millionen Webseiten gerade zu blockieren. Das heißt, dass das bisschen Bildung, das die Frauen vielleicht online noch haben oder die Menschen bei dem schlechten Internet, wenn es überhaupt ein Internet gibt, wird kriminalisiert. Unter dem Gesichtspunkt ist das Tor-Netzwerk vielleicht keine so schlechte Möglichkeit, immer noch Bildung oder Lehrinhalte zu transportieren. Das nächste Problem, offline first. Gucken wir uns die Qualität des Internets an, dann sehen wir, dass wir in Deutschland, wenn wir jetzt von einigen Regionen in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern abgesehen, wegschauen, haben wir eigentlich ein ziemlich gutes und stabiles Internet. Aber in den meisten Ländern, entweder es gibt kein Internet, das ist sehr teuer, oder es ist halt wirklich teilweise immer wieder mit riesengroßen, also mit einer Unterbrechung muss gerechnet werden. Das heißt, kann ich meine Plattform, mein Online-Wissen vielleicht auch offline teilen? Und hier nur kurz als Idee, also das geht tatsächlich. In Kuba gibt es das Projekt von El Paquete, glaube ich, wie es heißt. Das heißt, ich bekomme im Abo, im Abonnement jede Woche einen neuen Stick. Früher war es eine Festplatte mit den neuesten Serien, Musik, Comics, Zeitungen in Form von PDF, aber auch Lehrangeboten. Und tausche das so ein, weil Internet ist immer noch teuer. Problem, hier kann natürlich keine Plattform existieren. Mit LiaScript könnte ich die Inhalte weitergeben. Aber als nächste Idee, können wir auch mit einem schlechten Internet auskommen, sodass man Webseiten betreibt, die teilweise offline sind oder offline funktionieren? Und die Antwort ist ja. Und hier gibt es die Technologie der Progressive Web Apps. LiaScript ist auch eine Progressive Web App. Das würde ich mal kurz vorführen. Das heißt, wir haben hier Zugriff natürlich auf Betriebssystemfunktionalitäten. Wir können, wenn wir auf dem Handy unterwegs sind, auf Hardware zugreifen, Sensorik, Bluetooth etc. Ich kann, und der Vorteil ist, wenn ich kurz den Browser auf Offline schalte, dann sehen wir, dass, wenn ich Google betrachte, wir tatsächlich offline sind. Was passiert mit LiaScript? Hier ist der Kurs, der ist gecached. Das heißt, die Webseite sagt am Anfang, wenn sie startet, welche Inhalte, was gespeichert werden soll. Und das hält sie auch vor, sobald sie, solange sie offline ist. Das heißt, ich kann den Kurs auch wieder besuchen. Ich kann an den Quizzen etc. pp. Teilnehmen. Das nächste Problem, das wir haben, wir sind natürlich Menschen. Wir wollen nicht nur konsumieren, wir wollen auch interagieren und konsumieren mit anderen Personen. Das heißt, hier brauche ich tatsächlich noch eine Art Server,
Aber es gibt auch neue Technologien, WebRTC zum Beispiel, das möchte ich nur kurz vorführen. Das heißt, jeder, der einen JavaScript-Kurs öffnet, kann auch einen Klassenraum öffnen. Das Ganze ohne Plattform. Das heißt, ich klicke nur hier auf Share-Button, die Classroom-Funktionalität. Und wir nutzen hier nicht nur eine Plattform, sondern mehrere. Das heißt, eine Möglichkeit, zum Beispiel GANDB, der Echtzeitdatenbank für Freedom Fighters. Man könnte auch Matrix tatsächlich nutzen, das ist nur nicht drin. Ich gebe hier dem Klassenraum einen beliebigen Namen, müsste natürlich zufällig sein, und sage hier, ich verbinde mich. Das heißt, wir hoffen mal, wir nutzen hier einen freien Server und sind jetzt, wie wir hier sehen können, im Klassenraum mit anderen verbunden. Ich kann entweder den Namen weitergeben oder ich kopiere einfach mal die URL. Öffne Firefox. Werde ich gefragt, ob ich den gleichen Klassenraum betreten möchte. Und ich befinde mich hier bei uns. Das Konzept bei LiaScript ist, dass wir versuchen, alle Nutzer haben die gleichen Rechte. Das ist für kleine Räume gedacht. Ich kann zum Beispiel, was wird synchronisiert? Man sieht nicht den Ablauf, aber die Ergebnisse von Quizzen, das kann ich gleich nochmal zeigen, oder Umfragen, die man erstellen kann und natürlich kollaboratives Editieren. Das heißt, wenn hier jemand den Text verändert, in den Collab-Mode wechselt, ich das hier mir anzeigen lasse, dann sehe ich diese Änderungen auch hier etwas Zeitverzögerung. Problem für uns war hier natürlich, man hat nicht nur eine Datei, die man synchronisiert, sondern N-Dateien. Und wir nutzen das Ganze auch in der Vorlesung, oder es hat jetzt gerade begonnen. Das heißt, dass hier auch dieser kollaborative Chat funktioniert. Das heißt, der auch LiaScript-Syntax ist mit funktioniert. Das heißt, man könnte sowas machen wie, wie fandet ihr den Kurs? Das ist das Pattern einfach für eine Umfrage. Dann sieht man hier, vibriert das Ganze. Ach so, man kann jetzt den Text eingeben. Cool, Komma, schön, Komma, schickt das Ganze ab. Hab zwei Votings. Hier sehe ich das Ganze noch nicht, weil bei uns ist es noch dargestellt, man sieht die Ergebnisse von Umfragen und Quiz nur. Schön. Sehr gut. Wenn man auch selber mit seinem Voting teilgenommen hat, so sieht man, die Darstellung hat sich geändert. Das Ganze, wie gesagt, das basiert nicht die Kommunikation auf einer Plattform, sondern wir können verschiedene Plattformen einfach nur in der Weiterleitung nutzen. Der Zustand, die Synchronisation des Klassenraums wird zwischen den Browsern hergestellt. Das andere ist nur für die Weiterleitung gedacht. Und verlässt jetzt jemand einen Klassenraum, so nimmt er auch seine Daten und Zwischenergebnisse in dem Sinne wieder mit. Das heißt, und wenn der Letzte den Raum verlässt, dann wird das Ganze wieder, das Recht auch vergessen, auch wieder alles gelöscht. Also ist nur für den Moment da. Wir brauchen keinen Speicher für persistentes Speichern etc. pp. Wie gesagt, es funktioniert alles kostenlos. Es ist alles frei, verschiedene Technologien. Man kann verschiedene Server, Betriebssysteme oder Dienste nutzen, komplett frei. Zusammenfassung, was haben wir versucht zu erreichen oder versucht zu zeigen? Das heißt, wenn man dieses ursprüngliche zentralistische Modell eines Learning Management Systems hat, das versucht alles zu erschlagen, das für die Inhalte da ist, die Darstellung, die Repräsentation, aber auch für die Kommunikation zwischen den Nutzern. So haben wir mit LiaScript zuerst einmal versucht, in einer textuellen Darstellung die Inhalte aus der Plattform heraus zu lösen. Das heißt, diese können überall gespeichert werden, von anderen erweitert, übersetzt, bearbeitet werden und können auch in anderen Plattformen genutzt werden, hochgeladen werden. Hier natürlich die Frage, wie findet man dann die Inhalte, wenn sie nicht über die Plattform weitergegeben werden. Hier kann man sowas wie Meta-Suchmaschinen, zum Beispiel wie Twilio, nutzen oder ähnliche Projekte, in denen einfach die man seine eigenen Lehrinhalte, die man irgendwo gespeichert mit seinen Rechten hat, einträgt mit Metainformationen, sodass diese durchsuchbar sind über die jeweiligen Plattformen. Das heißt,
unsere Plattform ursprünglich ist schon etwas kleiner geworden. Nächsten Schritt, Plattformfunktionalität in diesem Offline-Modus, Progressive Web Apps. Das heißt, dass jeder, der tatsächlich den Browser öffnet, einen Kurs öffnet, hat eine Version von LeaScript und seinen Kursen, die in seinem Browser gespeichert wird. Selbst wenn unsere LeaScript-Webseite oder eine andere offline gehen sollte, er kann immer noch seine Daten auf seine Kurse, auf seine Lehrinhalte und seine Zustände zugreifen. Zustände, wie gesagt, werden in Index.db gespeichert. Und das Ganze, um das Ganze noch mehr auszuhöhlen, für die Kommunikation zwischen den Nutzern brauchen wir auch keinen zentralen Server, der uns die ganzen Sachen auch synchronisiert und für die Nachrichtenverbreitung zuständig ist. Das können wir auch dezentral über verschiedene Plattformen, verschiedene Dienste und Technologien nutzen, indem wir einfach nur unsere Browser instruieren, verbinden, sodass die Informationen so weitergegeben werden. Okay, ich glaube, ich bin am Ende. Wie gesagt, Fazit, alles was, also wir müssen wegkommen von dem, nach der Plattform kommt die nächste Plattform, kommt die nächste Plattform. Es ist, wie wir glauben, von Grund drauf zum Scheitern eigentlich verurteilt. Deswegen möchten wir mit dem Zitat von Goethe oder Stoffel ist. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. An André Dietrich und Sebastian Zug für den spannenden Vortrag.